Hallo und moin, willkommen beim Mobitest, hier ist Markus. Willkommen beim Pixel 6a Testbericht. Das Google Pixel 6a ist das meiner Ansicht nach beste Smartphone seiner Klasse. Es ist das beste Mittelklassegerät, was man derzeit kaufen kann, für eine bestimmte Zielgruppe. Wer in der geschlossenen Apfelwelt zu Hause sein möchte, der kauft sich ein iPhone SE. Das kostet ungefähr genauso viel wie ein Google Pixel 6a und ist mit dem iPhone auf jeden Fall glücklich und zufrieden. Wer ein Gerät möchte mit einem fantastischen Display, 120 Hertz Bildschirmwiederholungsrate, ein bisschen größer, 6,5 Zoll. Und wer erleben möchte, wie ein Hersteller ganz, ganz viel Liebe für sein Gerät offeriert, dem rate ich zum Nothing Phone One. Und für alle anderen, die eine grandiose Kamera möchten, übrigens, diese Einleitung wird gerade mit der Kamera des Pixel 6a in 4K bei 30 Frames aufgenommen. Und wer also eine grandiose Kamera möchte, wer ganz viele tolle Software-Tricks möchte, wer die Magie des Tensor-Prozessors live erleben möchte, dem rate ich zum Google Pixel 6. Das sind die drei Geräte der Mittelklasse, meiner Ansicht nach. Apropos Software-Magie. Die Kamera steht ungefähr 20 Meter entfernt, oder das Smartphone steht 20 Meter entfernt auf einem Stativ, auf dem Roller. Den Link, ich kann das mal unten verlinken. Und das Gerät steht halt 20 Meter entfernt und trotzdem spreche ich nicht sehr laut. Ihr solltet mich aber einigermaßen gut verstehen. Das liegt daran, dass ich meine Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer trage, meine geliebten Samsung Galaxy Buds Live. Ich kann diese Kopfhörer mit dem Smartphone koppeln und sagen, bitte benutze diese Bluetooth-Kopfhörer als Mikrofon. Die Klangqualität, da muss man halt ein bisschen gucken, aber für so zwischendurch ist das ganz okay. So, dann fahren wir jetzt die 20 Kilometer zurück. Packen uns in unser Homeoffice YouTube Podcast Keller und da zeige ich euch das Gerät mal en Detail. So, da sind wir nun auch und ich hoffe, die Klangqualität ist nun ein bisschen besser. Dann schauen wir uns das Gerät nochmal komplett an. Das habe ich schon im Unboxing-Video gezeigt. Wie ihr seht, der Kamerabump ist um einiges schmaler als beim, also nicht ganz so hoch wie beim Pixel 6. Auf der linken Gehäuseseite, die aus Metall besteht, Aluminium, haben wir den SIM-Kartenschacht. Auf der rechten Seite haben wir den Ein-Ausschalter sowie die Lautstärkenwippe. Unten haben wir ein Mikrofon, den USB-C-Anschluss und einen Lautsprecher. Die Rückseite besteht aus Kunststoff, fühlt sich aber sehr gut an, aber man sieht hier schon deutlich, es ist ein Fingerabdruckmagnet. Das Gerät liegt sehr gut in der Hand. Es ist nicht so schwer wie mein iPhone 13. Alles in allem ein super Gerät. Dann wollen wir uns direkt mal den ersten Kritikpunkt, den viele geäußert haben, anschauen, den Fingerabdrucksensor. Und wie ihr seht, trotz aller Kritik, er funktioniert bei mir hervorragend. Er funktioniert nicht so gut wie zum Beispiel die Fingerabdrucksensoren in einem Samsung, die mit Ultraschall arbeiten, aber er ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Pixel 6, wo er wirklich katastrophal funktioniert hat. Ich habe bisher noch keine Fehleingaben gehabt und er entsperrt das Gerät relativ zügig und vor allen Dingen sehr zuverlässig. Ein weiterer Punkt, der immer wieder beim Pixel 6a kritisiert wird, ist das Display. Ich sehe das ein Stück weit anders. Denn einer der Punkte, der mir beim Pixel 6a sehr gut gefällt, ist das Display. 6,1 Zoll ist die für mich perfekte Größe und auch wenn das Gerät leider nur eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz bietet, so bin ich mit dem Display alles in allem doch sehr zufrieden. Ganz kurz zwischendurch, eine Sache, die ich bei einem neuen Android, bei einem neuen Pixel immer sofort ändere, ist die Aufmerksamkeitserkennung. Diese schalte ich ein, die ist nämlich standardmäßig ausgeschaltet. Das bedeutet, das Gerät merkt, wenn ich aufs Display schaue und schaltet es dann nicht ab. Eine Sache, die ich mittlerweile sehr praktisch finde bei Android und das wurde von Apple übernommen, ihr findet das im Bereich Datenschutz. Dort könnt ihr die Kamera- und Mikrofoneinstellung steuern. Wann immer eine App auf eure Kamera zugreift, ohne dass ihr das wisst, seht ihr oben rechts in der Ecke einen kleinen grünen Punkt. Wenn euer Mikrofon eingeschaltet wird, ohne dass ihr das wisst, erscheint dort ein orange- oder rotfarbener Punkt. Einfach mal drauf achten. Ich sagte ja in der Einleitung, dass ich euch ein wenig die Magie des Tensor-Prozessors zeigen möchte. Und dafür gehen wir jetzt mal ins Internet. Wir sind auf unserer Seite mobitest.de. Und wie ihr seht, sind dort sehr viele Bilder. Wenn ich jetzt eins dieser Bilder von irgendeiner x-beliebigen Webseite teilen möchte, gehe ich in den Task Manager. Dort erscheint auf jedem teilbaren Bild dieses kleine Piktogramm.
Wenn ihr da drauf klickt, wird das Bild hervorgehoben und unten wird sofort angezeigt, an wen ihr dieses Bild wie versenden könnt. Per Messenger, WhatsApp, E-Mail, Instagram. Ihr könnt das Ding auch sofort twittern, völlig egal. Das funktioniert mit allen Elementen, die als Bild erkannt werden. Ich weiß nicht, wie gut das hier in diesem Video rüberkommt, aber nochmal auf das Display zurückzukommen. Es ist für ein Mittelklasse-Gerät ein wirklich gutes Display. Die Bildschirmränder sind absolut okay. Das Display ist recht hell, er stellt die Farben sehr schön dar, ohne zu übertrieben zu wirken. Aber kein Mensch kauft sich ein Pixel 6a wegen dem Display, sondern wegen solchen Features. Beim Tensor-Prozessor am Pixel 6a geht es nicht um Geschwindigkeit, da sind die Snapdragons wirklich vorne mit dabei. Es geht um die schiere Rechenpower und was man mit Sprache anstellen kann. Kein Gerät ist besser darauf ausgelegt, Text-to-Speech umzusetzen. Würde ich heute noch studieren, würde ich mir ein Pixel 6a kaufen und den Recorder einfach in der Vorlesung laufen lassen. Ich bräuchte kein Tablet oder kein Laptop mehr, um dort zu sitzen und mir die Texte des Profs mitzuschreiben. Ich würde sie einfach aufnehmen. Ja, zugegeben, das können andere auch. Aber die Magie des Tensor-Prozessors ist schon ein Stück weit anders. Ich lese jetzt mal einen Text vom Mobitest vor. Das beste Zubehör für euer Chromebook oder MacBook. Anker USB-C Hub. Das Pixel 6a, alle Google-Geräte mit einem Tensor-Prozessor, sind in der Lage, aus einem gesprochenen Text einen verschriftlichten Text zu machen. Über die Anschlüsse meines iPads möchte ich gar nicht sprechen. Das ist eine von vielen Funktionen, die ein Google Pixel eben zu einem besonderen Smartphone macht. Alle diese Texte, die ihr eingesprochen habt, sind als Transkript, als verschriftlichte Form, selbstverständlich online abrufbar, und zwar solange ihr wollt. Die meisten von euch kennen den Google Übersetzer und haben diesen sicherlich im Urlaub ausgiebig genutzt. Der Google Übersetzer auf dem Pixel 6a ist etwas anders, als ihr ihn kennt. Als erstes suchen wir uns mal die passende Sprache aus. Englisch kann ja jeder. Wie wäre es mit Finnisch? Wir haben im Übersetzer drei Buttons. Der in der Mitte bedeutet simultan. Wir sprechen jetzt den Text ein und bekommen relativ schnell danach die Antwort. Hei, voitko kertoa minulle, kuinka täältä pääsee rautatieasemalle? Wenn ich mit jemandem simultan sprechen möchte, klicke ich oben auf dieses Zeichen und kann ihm das Display zeigen. Dort wird dann in seiner Sprache angezeigt, was nun geschieht, dass ich praktisch über das Gerät ein Gespräch mit ihm führen möchte, ohne dass wir ständig die Buttons klicken müssen. Das Gerät erkennt die Eingangs- und die Ausgangssprache. Jetzt werden praktisch beide Sprachen erfasst. Das bedeutet, ich spreche in das eine Ende des Mikrofons. Ich spreche in das Gerät rein. Es wird sofort übersetzt, und zwar aufgrund des Tensor-Prozessors nahezu fehlerfrei. Und danach liest der Mensch, kann es schon lesen, er hört es aber auch gleich. Nyt käytännössä molemmat kielet tallennetaan, eli puhun mikrofonin toiseen päähän, puhun laitteeseen. Se käännetään heti ja tensoriprosessori. Zunächst einmal finde ich es sehr lustig, dass der Tensor-Prozessor auf Finnisch Tensori heißt. Nun ja, das ist ein Teil der Magie des Pixel 6a. Ein Mittelklasse-Smartphone. Stellt euch vor, ihr erhaltet einen Anruf von einer euch nicht bekannten Nummer. Wäre es nicht super, wenn ihr einen Assistenten hättet, der ans Telefon gehen würde und den Anrufer fragen würde, wer er ist und was er möchte? Eine Versicherung, die mir wieder irgendwas aufschwatzen möchte, ein Enkeltrickbetrüger, was auch immer. Nun ja, das geht, sofern man ein Google Pixel oder Google Pixel 6a mit dem Tensor-Prozessor nutzt. Hallo, die Person, die du anrufst, verwendet die Funktion Call Screening von Google und erhält ein Transkript dieses Anrufs. Nenne bitte deinen Namen und den Grund deines Anrufs. Hallo, hier ist Markus und ich wollte wissen, ob wir heute Abend ins Kino wollen.
Über die Buttonleiste am unteren Ende kann man diesen Anrufer jetzt als Spam melden oder weitere Aktionen, das heißt weitere Kommunikationsvorschläge, übersenden. Das heißt, der Assistant spricht dann mit dem Betreffenden und fragt weitere Fragen ab. Diese Funktion ist in Deutschland noch nicht perfekt. In England und den USA sind sie dort schon deutlich weiter, aber für die ersten Abfragen, hey, wer bist du, was willst du, reicht diese Assistant-Funktion vollkommen aus. Aber auch hier sind wir noch nicht am Ende des Google Pixel 6 angekommen, Google Pixel 6a, und was die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes betrifft. Wäre es nicht toll, wenn ich jedes Video mir untertiteln lassen könnte, in jeder Sprache der Welt? Dazu ist dieser kleine Button, auf den man draufklickt, unter der Lautstärke-Einstellung da. Und sobald man da draufklickt, bekommt man den Text, der in dem Video gesprochen wird, als Untertitel eingeblendet. Und wie gesagt, das funktioniert in beinahe jeder Sprache der Welt. Wenn wir uns jetzt mal ein englischsprachiges Video anschauen, Marky Brownlee über das Asus Zenfone 9, dann sehen wir, dass der Untertitel dort gewählt werden kann. Ich kann also auswählen, ob ich die gesprochene Sprache, Marquis spricht Englisch, ins Deutsche übersetzen soll. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Nebenbei, das funktioniert natürlich nicht nur mit Videos, das funktioniert auch mit Musik. Hier wird gerade ein Text eines englischen Liedes ins Deutsche übersetzt, welches ich über YouTube Music abspielen lasse. Wer weiß, welches Lied das war, gerne in die Kommentare. Ich erklärte ja vorhin bereits, dass der Tensor-Prozessor eben nicht auf Leistung ausgelegt ist. Dennoch werde ich jetzt mal einen Benchmark laufen lassen, und zwar mehrfach. Wir werden 2 oder 3 Durchläufe machen, weil ich möchte sehen, wie sich der Prozessor unter Last verhält. Es ist ja sehr häufig so, bei den meisten Android-Smartphones, gerade bei den Snapdragon-Prozessoren kennen wir das, dass der erste Durchgang sehr gut wird, der Prozessor dann aber sehr heiß wird und beim nächsten Durchgang das Ergebnis ein bisschen schwächer wird. Das liegt daran, dass der Prozessor dann heruntergetaktet wird. Schauen wir uns mal an, wie der Tensor sich hier verhält. Und wie wir sehen, haben wir die Zahl von 6509 Punkte im Wildlife Stress Test. Das ist zunächst einmal gar nicht schlecht, aber was passiert wohl, wenn man das Ding nochmal laufen lässt? So, und dann habe ich jetzt hier den dritten Durchlauf. Und wir sehen deutlich, dass wir nur noch etwas mehr als die Hälfte der Punkte des ersten Durchlaufs erreicht haben. Und genau das ist das, was ich auch erwartet habe. Aber wie sagte schon ein alter Fußballtrainer, grau ist alle Theorie, wichtig ist auf dem Platz. Dann schauen wir uns mal einen nicht sehr wissenschaftlichen Test zwischen meinem iPhone 13 Pro und dem Google Pixel 6a an. Ich möchte einfach nur sehen, welches Smartphone öffnet welche App am schnellsten. Beide Taskmanager sind leer, das heißt, es ist keine App zwischengespeichert. Und los geht's. Wir öffnen jetzt einfach mal die Apps und sehen mal, welches Gerät ist fixer. Eigentlich müsste das iPhone, das Google Pixel 6a, ja vernichten schlagen, aber wie ihr hier seht, keine Chance. Das Google Pixel 6a ist mindestens genauso schnell wie das iPhone bei Apps, die ich sehr häufig und immer wieder öffne. Hier zum Beispiel Strava. Wie wir sehen, das Pixel ist da, das iPhone beinahe gleich auf. Spiegel Online. Auch hier. Beide sind übrigens im selben WLAN verbunden, also es gibt da gar keine Unterschiede. Auch hier, das Pixel 6a ist, was die Geschwindigkeit betrifft, abseits der Benchmarks, wenn es einfach nur darum geht, mit dem Gerät zu arbeiten. Es ist einfach schneller als ein iPhone 13 Pro. Hier sehen wir mal ein Spiel und auch hier werdet ihr sehen, das Pixel ist schneller. Und darum geht es mir in der täglichen Arbeit. Ich finde das iPhone, wenn man es direkt mit dem Google Pixel vergleicht, wirklich langsam. Es ist ein langsames Gerät. Und zwar nicht, weil es keine Power hat, die Power ist da, sondern einfach, weil all diese Animationen und das fliegt so schön aufs Display und so weiter, das kostet mich Unmengen von Zeit, sodass ich mich entschlossen habe, zurückzukehren auf ein Android-Gerät und das iPhone lebewohl zu sagen.
Im Google Pixel 6a haben wir auf der Rückseite zwei Kameralinsen verbaut. Eine 12,2 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Es handelt sich dabei um dasselbe Kamerasetup wie im Pixel 5, im Pixel 4, im Pixel 3 und so weiter. Es ist also sehr alte Hardware und das ist gut. Denn die Google Kamera-Ingenieure kennen diese Hardware und können die Kamera perfekt einrichten und einstellen. So erhaltet ihr Bilder, wie ihr sie jetzt gleich sehen könnt. Das einzige, was eventuell fehlt, ist eine Zoom-Linse, aber auch da hat Google eine Lösung. Warum das gut ist, zeigt dieses Foto. Es ist mit dem Pixel 6a aufgenommen, unbearbeitet im Automatikmodus. Das Foto ist brillant. Es ist einfach ein Pixelbild und man erkennt sofort, dass mit dem Google Pixel aufgenommen wurde. Die Software-Ingenieure von Google, die Kamerasoftware bearbeiten, haben im Laufe der Jahre einfach so unglaublich viel Erfahrung mit dieser Hardware gesammelt, dass ich die Bilder vom Google Pixel 6a im Automatikmodus denen des Google Pixel 6, welches ich lange genutzt habe, oder auch eines anderen Smartphones bevorzuge. Hier ein weiteres Beispiel. Auch dieses Foto ist brillant. Es ist hoch an Kontrast, viel HDR, aber es ist niemals überzeichnet, wie es viele asiatische Hersteller machen. Was ich so spannend finde, ist, dass die Software-Ingenieure von Google es hinbekommen haben, die Kamera des Pixel 6a auf dieses Niveau zu heben und ich beim Pixel 6, der teureren, größeren Bruder, der größeren Schwester, das Gefühl habe, dass sie dort mit der Hardware noch nicht so weit sind. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn sie beim Pixel 6, also eigentlich beim Pixel 7, wenn sie beim Pixel 7 auf die Hardware vom Pixel 6 zurückgreifen würden. Denn die Hardware ist eigentlich sehr gut. Vielleicht fehlt ihnen einfach noch ein, zwei Jahre an Erfahrung mit dieser neuen Kamera. Dann kann die wirklich hervorragend werden. Und noch ein Beispiel. Lasst es einfach auf euch wirken. Es ist unglaublich, wie plastisch die Wolken aussehen. Das Blau des Himmels, der verrottete Getreide, das Getreidesilo oder was immer das Ding ist, was da im Vordergrund steht. Das Gelb des Weizenfeldes, das Grün der Bäume. Es ist einfach ein fantastisches Foto. Natürlich hat diese Kamera auch Schwächen. Erstaunlicherweise, ich habe ja ein Vergleichsvideo gemacht und einen Artikel geschrieben, Galaxy S22 versus iPhone 13, wo ich mich beim iPhone sehr stark darüber aufgeregt habe, dass dort faktisch kein Zoom möglich ist. Auch das haben wir beim Pixel so eigentlich nicht. Das Pixel besitzt keine dezidierte Zoom-Kamera. Dennoch funktioniert der Zoom einigermaßen gut. Man kann zumindest den Hamburger Fernsehturm jetzt ein Stück weit erkennen, was vorher nicht möglich war auf dem Bild davor. Kurzer Hinweis für alle, die nicht wissen, von wo man fotografiert. Ich stehe hier praktisch in Wilhelmsburg und man muss mehr oder weniger quer durch die Stadt über die Elbe hinweg fotografieren, um den Fernsehturm aufzunehmen. Ich finde, das ist für ein Gerät ohne Zoom-Kamera gar nicht schlecht gelungen. Es zeigt einfach einmal mehr die Softwarefähigkeit der Ingenieure bei Google. Auch Panoramaaufnahmen oder in diesem Fall Weitwinkelaufnahmen funktionieren sehr gut mit dem Pixel 6a. Ich würde sagen, kameratechnisch, ja, es gibt immer mal wieder Momente, wo mir ein Zoom, ein echter Zoom ein Stück weit fehlt, aber kameratechnisch ist das eins der besten Smartphones auf dem Markt. Natürlich ist eine Foto-App nicht vollkommen ohne etwas Google-Software-Magie. Hier auf diesem Foto stört mich dieser Verkehrspoller. Ich hätte den ganz gerne entfernt. Dazu markiere ich den Poller einfach in der Foto-App, das Gerät rechnet einige Sekunden und im fertigen Bild ist der Poller dann verschwunden. So möchte ich das haben, das gefällt mir. Dann kommen wir mal langsam zum Fazit des Pixel 6a Testberichts. Sorry, dass es 20 Minuten gedauert hat, aber wir sind Mobitest. So haben wir schon immer gearbeitet. Ist das Pixel 6a empfehlenswert? Ich habe ja bereits in der Einleitung gesagt, dass ich es für eins der drei besten Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt halte. Wir testen beim Mobitest seit über 11 Jahren Smartphones. Ich habe einige 100 getestet und einige Dutzend selber besessen.
Es gibt immer wieder Geräte, die einfach eine Spur weitergehen als andere. Dazu gehören zum Beispiel die Sony Xperia-Geräte, das Xperia One und dann die Version Mark II, III, IV und so weiter und das Xperia 5. Das sind Geräte für Kameraenthusiasten. Die gehen, was die Kamera, was die Hardware, nicht die Software wie hier beim Pixel, aber was die Hardware der Kamera betrifft, einfach noch diesen einen Schritt weiter als alle anderen. Dazu gehört zum Beispiel Oppo mit dem, ich glaube, das war das Find X4, welches diese Mikroskopkamera verbaut hatte. Dazu gehörte jahrelang, jetzt leider nicht mehr, aber jahrelang OnePlus mit dem Slider an der Seite und dem roten Ladekabel. All das sind Dinge, die Geräte außergewöhnlich machen. Das Außergewöhnliche beim Pixel ist ganz sicherlich nicht die Arbeitsgeschwindigkeit, obwohl die fantastisch ist, wie wir festgestellt haben. Das Tolle beim Pixel ist ganz sicherlich auch nicht die Verarbeitung oder das Design oder die Haptik. All das ist genauso gut und genauso schlecht wie bei allen anderen Geräten. Das Besondere beim Pixel ist einfach diese Software-Magie von Google. Der Tensor-Prozessor, der dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, dass man mit seinem Gerät immer einen Schritt weiter in der Zukunft ist als alle anderen. Anders ausgedrückt, wenn dieses Gerät, das Pixel 6a, für 450 Euro hier neben meinem 1000 € iPhone 13 Pro liegt, gucke ich das iPhone 13 Pro an und stelle fest, ja, das ist aber ein schönes Auto aus den 70er oder 80er Jahren. Während das Pixel wie ein Raumschiff oder wie ein Tesla wirkt, es ist einfach etwas komplett anderes. Klar, es gibt einige Schwachpunkte, auf die gehe ich übrigens in dem Testbericht auf Mobitest noch ein bisschen näher ein. Einer Schwachpunkte ist die Gehäusekante ist ein bisschen scharfkantig. Ja, das ist tatsächlich etwas, das würde ich als Schwachpunkt bezeichnen, weil viel mehr fällt mir nicht ein. Die Akkulaufzeit ist völlig okay. Wie gesagt, die Verarbeitung gefällt mir sehr gut. Alles in allem ein rundes Gerät. Das war's. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Lest uns gerne auf Mobitest, jeden Sonntag unser Mobitest Podcast auf allen Podcast-Kanälen. Und ansonsten bis die Tage und tschüss.